Was geht ab, Leute, Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Checken wir ab. Ich will zu diesem Auto, ich scheiß auf den Typen. Scheint, als ob wir aufs Dach müssen. Viel zum Hacken. Hier ist eine Kamera. Ja, das sieht gut aus. Da kommen wir hin. Hell yes. Verbindung trennen. Dadurch wird die aktuelle Mission abgebrochen und deine Online-Session unterbrochen. Gerne. Weiß sowieso nicht, wie die aktiviert worden ist, aber hey. Für mehr Details zu dem besonderen Auto will ich auch pikante Details haben. Wie Jimmy Siska und Popstar Nelly Shire? Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt auch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Die GPS-Daten von dem Auto, okay. Ich jump einfach mal hier runter. Brech mir die Knochen. Was für ein dämliches scheiß Motorrad. Die Aktion gerade war schon nicht schlecht. So, jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir hier reinkommen. Ohne vom Motorrad gleich gekillt zu werden. Scheiße, jetzt habe ich es gerickt, wollte ich gar nicht. Hier muss es doch noch einen Weg reingeben. Aha. Aha, zu. Könnte mich in so einen Truck setzen und den davor setzen, aber ich sehe gerade, wir kommen auch hier rein. So, wie kann ich meine Waffe wechseln? Bestimmt durch dieses Rad. Kann Verstärkung rufen. Das ist gefährlich. Kannst du mir auch mal dein Geld überweisen? Das wäre nicht schlecht. Boah. Muss ich erst wieder aufladen. Hm. Oh, das Ding wollte ich nicht. Hm. Aber das könnte mir helfen. Ich weiß nicht, ob die werden garantiert darauf aufmerksam, oder? Oh! So ein Mist! Alter, zieh die alte... Hammer. Ich dachte, der zieht die da rein. Hab ihn oder sie oder es. Und mich haben die auch. Verdammt, ich frag mich gerade, wo meine Elektrowaffe geblieben ist. Da sind wir schon. Und das Motorrad ist weg. Fuck. Das ist das Ding. Na, war mir klar, dass sie das wegkicken. Da ist mein Rad. Aber das Falsche.
Das ist Hacken? Zum Teufel mit dem Ding. Tutorial. Hacken online, Geräte und Waffen. Ja, Ausrüstungsrad, genau. Halten, okay. Das wollte ich wissen. Ich schock die lieber. Die Reichweite ist natürlich nicht so hoch, denn ich habe mich für das andere Upgrade entschieden. Nicht unbedingt ein Fehler, nö. Ich sollte es mal schleunigst wegstecken. Wir gehen wieder von der anderen Seite rein, das war eigentlich ziemlich geil. Da ist gesperrt, oder? Naja. Cyberdriver. Das ist doch wirklich so ein Shit. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Solange die keine Verstärkung schicken, dürfte es eigentlich gehen. Mach ich mir gar keinen Kopf drum. Den Schrei hat natürlich niemand gehört. Boah, die Reichweite ist schon ziemlich groß. So, hoffentlich guckt jetzt keiner hier hin. Aber sieht gut aus. Ha, nicht schlecht. Knight Rider lässt grüßen. Systemcheck. Super. Los geht's. Weg hier. Gier nach Tempo in mir. Oh. Eine starke AP-Verfolgung aufgenommen. Sie sind nicht autorisiert, dieses Fahrzeug zu steuern. Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Während wir fahren. Können wir tatsächlich die Leute hacken? Wie geil ist das denn? Kacke, ich kann die nicht abschütteln. Das Ding fliegt mir gleich in die Luft. Fuck, das wird noch dauern. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für. Wir sprechen Polizei! Na, natürlich nicht. Alle Bodeneinheiten. Verdächtiger ist außer Reichweite. Mann, ist das ärgerlich. Ich hab's erwischt. Geben wir auf und warten die Gruppe auf Laden. Mit Händen und Füßen immer im Inneren des Tornados. Eingeweide festhalten, Evan. Gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench! Hast du das gehört? Ich bin ein nitrobetriebenes Kack-Auto. Soldaten! Zentrale, warum ist der Verdächtige nicht zu sehen? Informiert die Bodeneinheit. Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja! Scheiß Bus, verdammt! Das ist so meta. Ja, war klar. Das war klar. Aber man kann den gar nicht entkommen, fuck! Ich versuche mal die Fallen zu aktivieren, aber ich schieße mich selber immer da rein. Wenn ich dann schon weitergefahren bin, dann fliegen die Fallen nicht irgendwie in die Luft oder so. Keine Ahnung. Nur so kann ich sie ja aufhalten. Probieren wir das nochmal. Das kriegen wir gebacken. Aktiv. Systemcheck. Super. Los geht's. Also erste Maßnahme hier abbiegen. Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir. Boah! Wie verdammt schnell sind die denn?
Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Kacke, ich weiß nicht, was ich mache. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Haltet die Luft an und ergeben Sie sich. Ihr Gesicht ist zu dunkel. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Keine Referenz für Schwarz. Nein, natürlich nicht. Hier spricht die Polizei. Haltet die Luft an. Kacke! Immer im Inneren des Tornados. Eingeweihte festhalten, werden gemeinsam gehören die Straßen uns. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Boah, die kann man nicht abschütteln. Halten Sie den Wagen an! Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an! Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Film zitiert? Ja. Goddammit, die sind so nah dran. Hammer. Halten Sie den Wagen an. Ich wiederhole, halten Sie den Wagen an. Ah, wir können uns auch ducken. Ja. Das wird nicht klappen. Halten Sie sofort an und ergeben Sie sich. Ja, einen Moment, Zentrale. Wir drehen nochmal um. Oh. So ein dummer Scheiß. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Oh, dreh dich doch nicht so kacke, du scheiß Auto. Komm schon. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ohne Scheiß. Ja. Dann will ich hier stehen bleiben, da kommt noch ein Auto vorbei. Scheiße, ist das schwer. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Scheiße, ist das. Geht nicht! Fuck! Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an! Ah, ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Keine Ahnung. Geben Sie auf und fahren Sie sofort ran! Mann, ich deaktiviere eine Ampel nach der anderen. Springe in alle Wasserleitungen. Alles klar, ich blockiere den Weg. Fahren Sie ran! Muss irgendwo in eine Gasse reinfahren. Da, ich hab's nicht gesehen. Stopp! Halten Sie Ihr Fahrzeug an! Hell yeah! Hier spricht die Polizei! Keine Chance! Ey, sobald ich hier vorne reingefahren bin, kommen die von der anderen Seite wieder. Es geht nicht. So, jetzt aber. Ja, wir haben den Sichtkontakt verloren.
Scheiße. Warum? Ich wiederhole. Halten Sie den Wagen an. Fahren Sie ran. Boah. Das ist hartnäckig. GTA hat man schon fünfmal abgeschüttelt. Ja. Das ist echt kacke schwer. Ich denke einfach, wir müssen die Dinger mehr aktivieren, aktivieren, aktivieren. Und ich mache das schon die ganze Zeit. Es geht aber nicht. Die kommen trotzdem von vorne wieder, wenn ich gerade einen fertig habe. All die Wasserrohre müssen gesprengt werden. Super! Los geht's! Jetzt aber. Wir verfolgen ein gestohlenes Fahrzeug des Filmstudios. Zentrale Annahme. Alle erstellt zur Beugung. Das Aussehen des Verdächtigen ist bekannt. Bleiben Sie für die Infos dran. Wow, das ist direkt schon vor mir! Spürst du die Gier? Die Gier nach Tempo in mir. Oh, what the fuck? Ja, ich autorisiere mich selbst, blöder Pisser. Wrench, hast du gehört? Das Auto spricht. Boah. Stopp! Halten Sie Ihr Fahrzeug an! Kommt schon, die müssen irgendwelche Leitungen im Boden sein. Ihr Gesicht ist zu dunkel für meine Sitzung. Was, Bitch? Ich bin schwarz und stolz drauf. Lass deine Sensoren neu kalibrieren. Scheinreferenz. Warum ist denn da so ein Ding? Nein, natürlich nicht. Scheiß Helikopter. Und Füßen immer im Inneren des Tornados. Hey, hast du gerade was aus dem Film zitiert? Wrench, hast du das gehört? Ich bin ein Blutrohrgefühl. Was? Hast du gerade gesagt, der Wagen hat den Kacke. Film zitiert? Ich komme nicht weg. Verstecken ist leichter gesagt als getan. Annahme, dem Verdächtigen wurde eine Streife hinterher geschickt. Jetzt aber. Annahme, Verdächtiger ist noch in der Nähe. Finden wir ihn. Boah, ist das anstrengend. Fucking hell, ey. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Also auf der Straße wird man sofort entdeckt. Ich glaube, das war im anderen Teil noch anders. Im ersten. Die haben mich wieder entdeckt. What the hell? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Stopp! Halten Sie! Auf den Verdächtigen angesetzt. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Hier spricht die Polizei. Fahren Sie sofort an.
Alter Schwede. Das ist schwer. Ich verstehe das nicht. So, jetzt bitte irgendeine Nebenstraße dahin. So, jetzt aber. Die fahren nicht hier in die Nebenstraßen, so viel ist sicher. Verstanden, ein Wagen ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Boah, endlich. Sind alle weg. Ich hier sogar auch. Bin unterwegs. Ich bin das Devin wurde auch von Zeit. Devin und ich bin... Sie sind nicht Devin. Devin von Devin ist attraktiv und schneidig. Und Sie nicht. Oh, bitte. Ich bin ganz sicher schneidiger als ein Typ namens Von Devin. An im Silicon Valley gibt's nicht einen, Bruder? Meine Galilei-Entwickler denken an alles. Ja, vielleicht nicht ganz alles. Ja, vielleicht. Bam, endlich da. Oh Mann, dieses Auto. Das Auto ist echt heiß. Ja, Mann. Respekt, dass Galilei dem Studio für die Gurke Geld abgeknöpft hat. Gurke? Hast du gehört? Nein. Vergiss mal die Spracherkennung. Ich meine, klar, es braucht mal einen Klaps auf den Skriptcode, aber die Antworten waren eigentlich stimmig. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit da drin stecken muss? Galilei hat bei seiner Mars-Sonde von maschinellem Lernen gesprochen. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass es derart hochentwickelt. Was? Oh, Mann. Ich hab's gewusst. Ich bin dagegen, dass Sie mich fahren, Marcus. Sie sind nicht so schneidig wie Devin von Devin. Ich wusste, dass es zu wenig klug und zu viel Scheiße war. Wow. Nigelnagelneu. Also hat es gar nicht geantwortet? Naja, zählt... Zählt es auch? Fick dich, Mann. Fick dich. Das Auto ist auf autonome Steuerung ausgelegt. Aber nichts ist da oder kalibriert. Es könnte es, ist nur nicht perfekt. Aber kein Schrott. Siehst du? Davon rede ich immer. Positiv denken. Es ist nur dämlich. Das ist der Plan? Eben mal ein KI-Auto fertig bauen? Problem? Nein, das geht schon. Hm. Wollen wir auch hoffen. Boah, die Cops, die sind aber auch wirklich anhänglich. In GTA oder so hätten wir die 5 mal abgeschüttelt. Und hier? Krass, krass, krass. Aber wir haben es geschafft. Die Mission ist abgeschlossen. Wir kriegen neue Follower. Und checken direkt die nächste. Auf geht's.